Hallo, mein Name ist Andreas Kunz. Ich arbeite seit nun rund 5 Jahren als Assistenzarzt am Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am Universitätsklinikum Würzburg. Während unserer Ausbildung zum Facharzt für Radiologie durchlaufen wir typischerweise mehrmonatige Rotationen, zum Beispiel im Röntgen, im CT oder im Ultraschall. Ich selbst bin in letzter Zeit in der gynäkologischen Radiologie eingeteilt gewesen. Dort betreuen wir sowohl die Diagnostik von Brustkrebs als auch die Nachsorge betroffener Patienten und Patientinnen. Die zentrale Aufgabe der diagnostischen Radiologie besteht darin, Krankheitsbilder zu erkennen. Hiermit liefern wir dann vielfach für die behandelnden klinischen Kollegen die entscheidende Planungsgrundlage für Therapieentscheidungen, und im weiteren Verlauf sind wir in der Lage, den Erfolg dieser Therapie zu dokumentieren und zu beurteilen. In der interventionellen Radiologie sind wir hingegen in der Lage, eine Vielzahl von Krankheitsbildern zu behandeln. Das Spektrum dort reicht von Tumortherapien über gefäßeröffnende Verfahren bis hin zu Notfalleingriffen, zum Beispiel bei Blutungen. Die Radiologie ist ein äußerst vielfältiger Fachbereich. Mir persönlich macht besonders die interdisziplinäre Arbeit Spaß, wenn wir uns zum Beispiel in brenzlichen Situationen mit den Kollegen abstimmen, um Strategien für die weitere Behandlung von Patienten zu entwickeln. Dies kann im Schockraum, wo wir teils äußerst schwer verletzte Patienten behandeln, von entscheidender Bedeutung sein. Dort stehen wir oft vor der Herausforderung, eine Vielzahl an Verletzungsmustern in kurzer Zeit zu erkennen und hinsichtlich der therapeutischen Dringlichkeit einzuordnen. Wir feiern in diesem Jahr das 125-jährige Jubiläum der Entdeckung der Röntgenstrahlen. Dank dem hier darf ich meinen Beruf heute ausüben.